Uns ist das Funkeln des Sternenlichts am Nachthimmel sehr vertraut. Es ist Licht, das gewaltige Entfernungen zurückgelegt hat, bevor es uns erreicht. Aber die Sterne selbst flackern nicht. Das Universum ist ziemlich durchsichtig. Das Licht von entfernten Sternen und Galaxien kann Tausende, Millionen, ja sogar Milliarden Jahre unverändert durch den Weltraum reisen. Aber dann, in den letzten paar Mikrosekunden, bevor das Licht unsere Augen erreicht, wird uns das präzise Bild dieser Sterne und Galaxien entrissen, da das Licht unsere Atmosphäre durchläuft. Die sich stets ändernden Luftschichten, Wasser, Dampf und Staub verschmieren die kosmischen Details. Deshalb wünschten sich viele Astronomen auf der ganzen Welt ein Observatorium im Weltraum. Schon 1923 regte der berühmte deutsche Raketenforscher Hermann Oberth ein Weltraumteleskop an. Es dauerte jedoch Jahrzehnte, bis die Technologie den Traum ermöglichte. Der Amerikaner Lyman Spitzer hatte 1946 einen realistischeren Plan für ein Weltraumteleskop. Von einer Position im Weltraum oberhalb der Erdatmosphäre könnte ein Teleskop das ursprüngliche Licht von Sternen, Galaxien und anderen Objekten rechtzeitig aufnehmen, bevor es von der Luft verzerrt wird. Das Ergebnis: viel schärfere Bilder, als sogar die größten Teleskope auf der Erde zustande bringen können. Bilder, die in der Schärfe nur durch die Qualität der Optiken begrenzt sind. In den 70er Jahren begannen die NASA, die National Aeronautics and Space Administration und die ESA, die European Space Agency, gemeinsam mit dem Entwurf und Bau eines Teleskops, das Hubble Space Teleskop. Der Name ehrt Edwin Paul Hubble, den Begründer der modernen Kosmologie, der in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gezeigt hat, dass nicht alles, was wir am Himmel sehen, innerhalb der Milchstraße liegt. Stattdessen erstreckt sich der Kosmos weit darüber hinaus. Hubbles Arbeit änderte unsere Auffassung vom Platz der Menschheit im Universum für immer. Und so gibt es keine bessere Wahl, als das wohl beste Teleskop aller Zeiten nach Edwin Hubble zu benennen. Nach zwei Jahrzehnten engagierter Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ingenieuren und Herstellern aus vielen Ländern wurde Hubble schließlich fertiggestellt. Am 24. April 1990 starteten 5 Astronauten an Bord des Space Shuttle Discovery, eine Reise, die unsere Sichtweise des Universums für immer ändern sollte. Sie setzten das begierig vorwärtsblickende Weltraumteleskop in einer Umlaufbahn aus, ungefähr 600 Kilometer über der Erdoberfläche. Auf der Erde warteten die Astronomen ungeduldig auf die ersten Ergebnisse. Jedoch weniger als 2 Monate später war klar, dass Hubble nicht scharf genug sehen konnte. Der Teleskopspiegel hatte einen schwerwiegenden Fehler. Engineers have discovered that the giant telescope has a warped mirror. One of the mirrors in the Hubble Space Telescope is out of shape. And as a result, the pictures it's sending back are no better than those from telescopes on the ground. Ein Defekt in der Form des Spiegels hinderte Hubble, scharfe Bilder aufzunehmen. Der Spiegelrand war zu flach. Zwar nur um 1/50 der Dicke eines Menschenhaares, doch um sein Ziel zu erreichen, musste jedes Detail von Hubble völlig korrekt sein. Die Enttäuschung war riesengroß. Nicht nur unter Astronomen, sondern auch bei den amerikanischen und europäischen Steuerzahlern. In den darauffolgenden Jahren arbeiteten Wissenschaftler und Ingenieure der NASA und ESA zusammen, um ein Korrektursystem für die Optik zu entwerfen und zu bauen, das sie COSTAR nannten. Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement. Die Verantwortlichen hatten nun eine andere schwierige Entscheidung zu fällen. Welches wissenschaftliche Instrument sollte von Hubble entfernt werden, damit COSTAR untergebracht werden konnte? Sie wählten schließlich das High-Speed Photometer aus. Hubbles erste Service-Mission im Jahre 1993 ist ein Highlight in der Geschichte der bemannten Raumfahrt. Sie eroberte die Aufmerksamkeit von Astronomen und der Öffentlichkeit in einem so hohen Maße, wie es seither keine Space-Shuttle-Mission mehr wiederholen konnte.
Die Mission war akribisch genau geplant und hervorragend durchgeführt, somit in allen Punkten ein Erfolg. COSTAR korrigierte Hubbles Sehkraft besser, als man je zu hoffen wagte. Als die ersten Bilder nach der Reparatur auf den Computerbildschirmen zu sehen waren, war sofort klar, dass die von den Astronauten installierte Optik Hubbles Kurzsichtigkeit vollkommen korrigiert hatte. Hubble konnte seine Tätigkeit aufnehmen. Das war das erste Mal, dass ein Space Shuttle Hubble besuchte. Das Teleskop war so konstruiert worden, dass es stetig verbessert werden konnte, um neue Möglichkeiten zu eröffnen. Sobald fortschrittlichere Instrumente, elektrische oder mechanische Komponenten zur Verfügung standen, konnten diese installiert werden. Genau wie ein Auto Kundendienst benötigt, braucht auch Hubble zusätzlich von Zeit zu Zeit einen Service. Ingenieure und Wissenschaftler senden in gewissen Abständen ein Shuttle zu Hubble, damit Astronauten es verbessern können. Sie verwenden Schraubenschlüssel, Schraubenzieher und elektrische Geräte, genau wie Mechaniker bei einem Auto. Bis jetzt gab es 4 Service-Missionen. 1993, 97, 99 und 2002, die alle von Astronauten übernommen wurden, die mit Space Shuttles der NASA ins Weltall gebracht wurden. Die nächste sollte 2005 stattfinden, musste aber wegen des tragischen Columbia-Unglücks abgesagt werden. Hubbles Zukunft ist ungewiss. Es war ursprünglich für einen 15-jährigen Betrieb entwickelt worden, doch seine Lebenserwartung wurde nun auf 20 Jahre erhöht. Hubble verhilft den Astronomen immer noch zu den besten Ergebnissen. Hubbles bedeutender Auftrag wird schließlich zu Ende gehen. Eine unbemannte Sonde wird sich im Orbit mit Hubble verbinden und andocken. Nachdem der Roboter Hubble verlassen hat, wird er ein Raketenmodul hinterlassen, damit nach weiteren Jahren fruchtbarer Beobachtungen Ingenieure von der Erde aus diese Raketen verwenden können, um Hubbles endgültigen Abstieg in die Atmosphäre und zu einer friedlichen Ruhestätte im Ozean kontrollieren zu können. Jedoch wird die Pensionierung des Hubble Space Teleskops nicht das Ende unseres einzigartigen Blicks in das Universum bedeuten. Sie wird eher ein Neuanfang, ein Zeitalter von noch erstaunlicheren Entdeckungen und Bildern aus dem Weltall kennzeichnen. Hubble hat bereits einen Nachfolger. Das James Webb Space Teleskop wird im Moment entwickelt und könnte schon 2011 gestartet werden. Sobald dieser Tag gekommen ist, hoffen die Wissenschaftler, mit dem James Webb Space Teleskop noch mehr in unserem faszinierenden Weltall zu entdecken und zu verstehen.